Hey Leute, und wir kommen zu einem weiteren Part von Dynasty Warrior 2. Im letzten Part haben wir die Schlacht am Hulao-Tor gemacht und jetzt gucken wir mal, welche Schlacht als nächstes kommt. Ich hoffe mal auf die Schlacht von Guandu. Weil da habe ich so Bock drauf. Es sei denn, wir gehen gleich mit Changban rein. Die Schlacht bei Guandu. Cao Cao, ich gebe dir eine letzte Chance, dich zu ergeben. Die wahre Schlacht wird nicht mit Soldaten geschlagen. Sie wird hiermit gewonnen. Ja, und das hat Cao Cao auch darin, in dieser Schlacht unter Beweis gestellt. Er hat Yuan Shaos geheimes Vorratslager zerstört, hat auch die Verteidigung aufrechterhalten. Aber, ja. Ich müsste mich da nochmal genau belesen, bevor ich da hier irgendwelchen Müll erzähle. Die Allianz hat den ehrgeizigen Dong Chuo zerstört. Die Khan-Dynastie muss jedoch machtlos zusehen, wie einzelne Fürsten von Eroberungen und Macht träumen. Krieg erbringt erneut Chaos für China. Ehrgeizige Fürsten bekämpfen sich untereinander. Die Bürgerkriegsperiode hat begonnen. Zwei Fürsten stechen dabei hervor. Huan Shao, der Fürst über die vier Provinzen von Hebei, und Cao Cao, der Vormund des Kaisers. Im Jahr 200 treffen diese beiden Großfürsten bei Guandu aufeinander. Nur einer wird diesen Kampf überleben und die reichsten Länder Chinas kontrollieren. Der Himmel weint, das Land seufzt. Die Schlacht beginnt erneut. Ja, Yuan Shao töten. Dafür auch Cao Cao verteidigen. Cao Cao. Oh, wir haben sogar einen Offizier. Shu Wang. Geil. Yang Wei, Shu Zhu, Zhao Yuan, Zheng Liao, Li Yan, Guan Yu. Ja, das war's. Feinde. Yuan Shao, Yan Liang, Wen Shou, Yuan Tan, Yuan Xi, Yuan Zhang, Chun Yu, irgendwas, Liu Bei, Zheng He. Und das war's. Gut. Starten wir mal. Wir werden erstmal oben uns von oben nach unten arbeiten. Ist auch wieder eine dunkle Map. Eine Nachtmap. Ja, wir werden den erstmal ignorieren. Wir machen erstmal Kehrt. Weil die werden hier den schon aufhalten. Ist auch eine Map, die ich auch sehr mag, muss ich sagen. Die hätten sie von mir aus auch mal recyceln können. Kann auch sein, dass viele DW2-Maps Dynasty Warrior 7 Empire recycelt worden sind. Aber dazu kann ich eben halt nichts sagen. Ich habe eben halt nicht viel DW7 Empire gespielt. Weil es auch einfach nicht mein DW ist, wegen dass man da nicht deutsche Texte wenigstens hat. Gut, wo ist unser erster Kupferstecher? Okay, der kämpft gegen Guan Yu. Ich werde Guan Yu nicht, ich sage nicht, den ganzen Ruhm überlassen. Ach, scheiße, was fährt, ey. Ja, danke. Ich war schon beim Absteigen. Was ich aber auch noch machen wollte, ewig. Das ist nämlich, es gibt ja kein Video, wo das mal gezeigt worden ist. Deswegen dachte ich mir, das werde ich auch mal machen. Und zwar zu Metal Gear Solid 3. Da gibt es einen Modus, der nur in der PS2-Version drin ist. Und zwar Ape Escape. So eine Kooperation mit Ape Escape in dem Spiel. Und ich denke mal, das würden vielleicht den einen oder anderen interessieren. Deswegen werde ich mir das auch vielleicht noch dieses Jahr vornehmen. Ich meine, es sind dann auch nur ein, zwei Parts, die wir dadurch machen müssen. Und da kommt das dann halt, ja, muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Weil ich habe ja
Metal Gear Solid 3 ja auch nur als Stream gemacht. Ich werde es einfach dann wahrscheinlich in die Playlist dann mit reinpacken. Bevor ich jetzt dann noch ewig da rumdoktor oder so. Immer her mit euren Upgrades. Wir stürmen das vor. Janin Festungstor. Jang Fei ist hier. Und Jang Fei stirbt. Mein Land braucht mich. Du bist nicht Kaiser. Du ziehst dich nirgendwo. Du bleibst hier. Der Feind hat starke Krieger. So. Ich glaube, in Teil 4 war das, wo nämlich Guan Yu auf. Lass mal den mal hier ziehen. In Teil 4 war das ja, wo nämlich Liu Bei auf Guan Yu getroffen ist und hat dann. Haben sich beide zurückgezogen. Dynasty Warrior 5 war das, glaube ich, nicht der Fall. Ich kann mich noch nicht mal an die Map von Guan Yu erinnern. Noch versteckt sich noch ein Offizier. Sorry. So, sie sind also gekommen. Okay, sie beginnen mit der Belagerung von Guan Du. Wir sollten auch nicht so lange hier verweilen. Denn Cao Cao kommt auch ganz schnell ins Straucheln. Ich will auf jeden Fall das Tor noch da kriegen. Wir können nur hoffen, dass Dian Wei so lange wie möglich durchhält. Aber Dian Wei ist hier auch schon sehr stark gemacht. Hätte ich ja auch hier gespielt, Dian Wei, aber ich finde, wir könnten den vielleicht in Dynasty Warrior 3 spielen. Weil da mag ich seine Voice Line, wenn er nämlich einen Offizier besiegt. Den habe ich abgeschlachtet. Finde ich so krass. Bei den anderen Durchgängen muss ich mir dann halt noch was überlegen. Und für alle, die jetzt fragen, ja, wie sieht's, loslassen. Das heißt Feuer. Okay, hier sind auch noch Bogenschützen gespawnt. Ich habe nur bis zur dritten Waffe gespielt bei fast jedem Charakter, weil die krasseren Waffen, da muss man auf den höchsten Schwierigkeitsgrad spielen und bestimmte Schlachten spielen und so weiter. Und darauf habe ich auch einfach keine Lust, sage ich hier ganz ehrlich. Es gibt auch noch ein oder zwei versteckte Kostüme. Einmal für Lu Bu und ich glaube für Sun Jeng Jeng. Aber da bin ich mir nicht sicher. Bei Lu Bu bin ich mir auf jeden Fall sicher, wenn man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, kann man den ein weiteres Outfit freischalten. Und das wäre dann das aus Dynasty Tactics. Habe ich natürlich auch nicht freigeschaltet. Ja, das ist nicht so meins. So, wir greifen das Wu Chao Lager an. Zünden mal die Vorräte an für Yuan Chao, damit die halt Moral verlieren. Aber wir sollten uns beeilen langsam. Wäre auch vielleicht besser gewesen, wenn wir erst runtergegangen wären. Dann hätten die schon Yuan Chaos Lager belagert. Mein Fürst, mein Fürst! Was geht hier vor? Das Versorgungslager Wu Chao wurde angegriffen. Was?
Das darf nicht sein. Somit haben wir die Moral des Feindes gebrochen. Und wir haben ein leichtes Spiel gegen Yuan Shao. Nur noch die, da, wo wir gestartet sind, den Offizier killen und dann ganz schnell zu, nach Guandu, um Cao Cao zu helfen. Mehr oder weniger. Wir kümmern uns ja eh nur um die Offiziere und Generäle. Die kleinen Fische lassen wir übrig für unsere anderen Truppen. Zwar, mag zwar ein bisschen lame sein, so wie ich halt spiele, aber ist halt meine Vorgehensweise. Da war jetzt auch nicht so auf dem hohen Schwierigkeitsgrad, also wir spielen hauptsächlich auf normal. Und die Gegner und die ganzen Chars, die ich eh schon mehr als einmal durchgespielt habe, dass die eben halt dementsprechend viel Angriff haben, haben wir eben halt leichtes Spiel. Au. Hier haben wir auch Yuan Shaos Lager. Aber da wollen wir noch nicht kämpfen. Wir wollen erstmal Cao Cao bei Guandu helfen. Yuan Shao, du bist gleich dran. Bereite dich schon mal vor. Es dürften dann eigentlich... Ich muss noch gerade überlegen, wie das, wie viele Schlachten auf uns zukommen. Weil eine Schlacht müsste, glaube ich, vielleicht sogar rausfallen. Und da denke ich an Heifei. Naja, wir lassen uns einfach überraschen. Ich will auf jeden Fall in der jetzigen Aufnahmesession auf jeden Fall Wei durchspielen. Und... Wo werden wir da? Werde ich dann halt später machen. Ach, Yuan Shao ist einer von Yuan Shaos Strategen. Ach, Zheng He, lass dich vom Pferd schmeißen. Da haben wir auf jeden Fall Yuan Shaos Truppen so krass zurückgedrängt. Aber es liegt aber auch nur daran, dass wir das Lager von Wu Chao seine Vorräte verbrannt haben. Ja, Soldaten wollen essen und trinken. Und wenn das nicht da ist, können sie schlecht kämpfen. Okay, du bist auch von Yuan Shao, ne? Genau. Ich muss auf jeden Fall die, das muss ich mir auch noch machen, die Videobeschreibung endlich mal ein bisschen bearbeiten. Dass ich da auch die Playlisten reinmache zu, bei jedem Dynasty Warrior, dass man halt da mit diesem Link halt zu den ersten Part und zur Playlist kommt, zur anderen Dynasty Warrior spielen. Weil die Arbeit mache ich mir schon mal. Aber ich darf das halt nicht, nur nicht vergessen. Ich muss das mal in Angriff nehmen. Gut, du hast niemanden mehr, ne? Ne, er hat keine Offiziere, er hat keine Moral. Ah, wir können noch hier die Tore machen. Damit wir unsere Verteidigung etwas stärken können.
Was ich mir auch so gedacht habe, nächstes Jahr. Ich meine, wir haben Metal Gear Solid 2 auf dem Kanal gemacht, wir haben Teil 3 gemacht. Dass ich eventuell nächstes Jahr auch noch Metal Gear Solid 1 mache mit der großartigen deutschen Synchro. Einfach weil ich auch Bock drauf habe. Das wäre dann auch wieder ein etwas längeres Projekt. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das Spiel ist total hinten runtergefallen, wo ich mich, ja, ich könnte das so vielleicht sogar auch als Stream machen oder sowas. Ah, ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das mit den Streams mache. Ich möchte auch ungern irgendwie alles durcheinander machen und so. Also jetzt, was Spiele angeht, wo ich die Hälfte, was weiß ich, als EP gemacht habe und dann als Stream oder sowas. Es war ja damals auch wirklich vorgesehen, dass ich hauptsächlich alle Spiele, die ich habe, als LP mache und dann im Nachhinein irgendwie dann mal mit besserer Quali und sowas als Stream mache. Aber das habe ich ja relativ schnell über Bord geworfen, weil es kamen ja so viele Spiele, wo ich einfach gesagt habe, oh, da habe ich so Bock drauf. Und habe die dann als Livestream gemacht. Sei es jetzt hier in der Master Collection mit Metal Gear Solid 3, was ich ja dieses Jahr gemacht habe. Oh, Yuan Shao. Wie kannst du das wagen, du Wurm? Aber hier finde ich die Kopfbedeckung von Yuan Shao richtig gut. Finde ich hübsch. Deswegen werde ich die von Yuan Shaos Kopf reißen. Weil Shao dümpelt die für sich selber. Er wird sie dann blau machen. Und lässt sie nicht gehen. Danke für den Konter, du Bastard. Willst du kühlen nass sterben, wa? Das nehmen wir mit. Weg mit euch hier, niemand mag euch. Yuan Shao, wo willst du hin? Stell dich mir. Verteidigt. Ne, doch nicht. Im letzten Moment hat er seine Deckung fallen lassen. Sehr, Yuan Shao. Wer hoch fliegt, fällt tief. Der Name Yuan darf nicht sterben, nicht hier. Laut Enzyklopädie hat er ja die Familie Yuan in den Ruin getrieben. Obere General, super. So, ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ich hoffe selbstverständlich, ihr seid im nächsten Part auch wieder mit am Start. Also Leute, haut rein und ciao.